Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Good and Evil HD. Hier ist wieder euer Oliver301. Hallöchen. Wir befinden uns wieder hier im Aufzugsschachtraum und versuchen irgendwie den Aufzug zum Laufen zu bringen. Wir haben im letzten Part versucht im E-Technikraum, dort sind wir aber irgendwie nicht so recht vorangekommen. Da war eine Ratte auf dem Ventilator und ich habe keine Ahnung, wie ich mit der irgendwas machen kann. Und daher laufen wir jetzt mal ins Labor hinunter, um zu schauen, was hier so abgeht. Lastenaufzug direkt voraus, Jade. Ich kann lesen. Ja, das Einzige, was wir gut hinbekommen haben im letzten Part, war uns die Karten zu organisieren für diesen Bereich hier. Und einen Lastenaufzug, der uns vielleicht auch hilft. Ich sollte vielleicht erstmal den Knopf drücken. Ja, wir sind hier in dieser Fabrik, um einer Verschwörung der Alpha-Abteilung weiterhin auf der Spur zu kommen. Die nämlich irgendwie Sachen macht. Wow, was ein Geräusch. Voll so awesome und so. Was haben wir hier so im Labor? Im Labor ist ja angeblich irgendwas. Guck mal, im E-Technikraum können wir auch irgendwas machen. Aufzug reparieren, Sicherungen finden und Strom wieder einschalten. Verdammt. Wir haben ganz viele tolle Sachen und Bericht. Agent des Iris-Netzwerks berichten verdächtige Aktivitäten. Ja, da bin ich bisher noch nicht hingekommen, aber ich schätze mal, das soll ich über den Lastenaufzug machen. Dann haben wir hier noch verschiedenes anderes Zeug. Noch mehr anderes Zeug und bla. Jo, also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Wir haben so irgendwie zwei Quests. Und hier ist doch eine Perle in diesem Labor. Tiere nicht? Doch, auch ein Tier. Das sehen wir uns nochmal an. Das sieht ja ziemlich gut gekühlt aus alles. Ich glaube, die lieben alles. Hätte ja sein können, dass ich von hier aus irgendwas erreiche. So, ich würde mal sagen, dass ich mit denen hier vielleicht irgendwas machen kann. Hey, und ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Was war denn das jetzt? Funktioniert das so, wie ich mir das hier gerade vorstelle? Ja. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Ich hätte gerne dieses Vieh hier fotografiert. Aua, was war das? Eine Ratte hat mich angegriffen. Das ist eine tote Kuh. Jade, Paige, geh mal bitte weg. Du stehst mir gerade voll im Bild. Milchkuh. Igitt. Wird man so spontan sagen, dass das Vieh hier Hunger hatte und sich diese Milchkuh geschnappt hat. Da ist doch irgendwas im Maul. Kann ich damit interagieren? Seht ihr das? Ich sehe es. Ach, diese Kamera. Ach, das war eine Spezies eines Tiervieh. Identifiziert, datiert, abgelegt. Ich frage mich, nach welchen Kriterien sie manchmal das Geld vergeben. Also, wie leicht man das übersehen kann oder was? Warum ist dieses kleine Vieh jetzt 800 wert? Und manches, was ich mir auch so denke, was mehr Geld wert ist, ist nicht so viel Geld wert. Egal. Kriege ich das hier auf? Bitches! Eine verdammte Perle, die ich gerne nehme. Und damit sind wir wieder bei 8 Perlen. Das ist sehr gut. Gut, damit haben wir jetzt zwar hier im Labor nicht wirklich was geschafft, aber naja, zumindest haben wir ein bisschen was. Wir haben die Perle gesammelt, das ist doch schon mal was.
seltenes Tier gefunden. Auch ganz toll. Aber wir haben leider nichts gefunden, was uns irgendwie weiterbringt. Das heißt, wir müssen wieder zurück in den E-Schacht. Oder den Lastenaufzug nehmen. Ich habe weiterhin, wie sie gesagt, keine Ahnung, wie dieser E-Schacht funktioniert. Also versuchen wir den Lastenaufzug, wenn wir schon mal einmal hier sind. Ach du Scheiße. Käfer! Die nicht wirklich viel aushalten. Aber die Kamera ist voll nach. Aua. Du steuerst direkt auf der Kapügel zu, Jay. Kriegst du eigentlich auch mal was kaputt? Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Ich mag die beiden. Man muss die beiden einfach mögen. Das ist echt gut. Ich mag dieses Spiel. Ich finde das gut. Okay, Lastenaufzug. Dann lohnt sich gerade was zu essen reinzuschmeißen? Ich habe gerade irgendwie 3 Herzen verloren. Nee, das Ding füllt mein gesamtes Essen wieder auf und so weiter. Muss ich hier alleine hoch? Na sowas. Okay, das finde ich jetzt nicht so geil. Wo bin ich? Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okidoki, ich sitz wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Wow, wir sind wahnsinnig weit hochgekommen. Machen wir mal kurz einen Blick auf die Karte, wo wir denn genau sind. Da so. Da scheint es einen Teil zu geben für die Berichtmission. Das ist interessant. Und eine Perle. Also, ich schätze mal, das scheint hier schon uns irgendwie weiterzuführen. Der Weg zur Perle scheint allerdings durch dieses Energiefeld gesperrt zu sein. Und Katzin. Jetzt lohnt es sich, was zu essen. Okay. Ja, das war der Thema. Das war zum Thema, der Weg zur Perle ist gesperrt. Ah, Mist, hätte ich den fotografieren können? Weiß es gar nicht. Was ist eine Maschine? Ist ja keine Lebensform in so einer Art. Ach du Scheiße. Glaube ich. Du hast es, Shawnee. Das ist der erste Beweis. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Was für ein Code? Was ist hier zu weit? Was soll das? Na egal. Alter, wie mir das nicht gefällt. Nutri-Pillenfabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Sollte hier nicht das noch irgendwie ein Tier sein? Oh. Aber Vorsicht. F5H5. Das ist gut, das hat mir aber gerade nicht geholfen. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Sollte hier nicht noch ein Tier sein? Nein, das habe ich mir eingebildet. Okay, gut. F5H5.
F. 5. Das war's nicht. H. 5. Wie gesagt, ich mag diese Tastatureingabe eigentlich. Okay, das war jetzt gerade nicht so geil. Wo ist jetzt das Bestätigen-Symbol? Da. Der Code war voll korrekt. Was ist das? Ich nehme es einfach mal an, nicht? Perfekto, ich hab's gescannt. Kryodiskwerfer. Zielmodus aktivieren. Zielen, zoomen, schießen. Kann ich damit die Ratte töten? Das ist keine Perle. Aha. Bist du jetzt aggro auf mich? Bitte sei's nicht. Bist du okay? Sie haben mein Gehirn weich gekocht. Bist so mag du es am liebsten. Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Iris. Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Iris. Jade. Mein Name ist Jade. Zu Diensten, Miss Jade Cyrus. Gottes Willen, das ist ein Derpe. Oh Gott, das ist unser einziges Ziel jetzt hier so. Also, egal. Wir haben eine Perle und das finde ich gut. Kann ich... Warum sagst du mit Zielmodus wechseln? Auf was soll ich denn hier zielen zum Teufel? Kann hier auf nichts mehr feuern. Ich hoffe mir das Tutorial beizubringen. Wir haben es begriffen. Aber kann ich das hier nochmal fotografieren irgendwie? Bringt mir das was? Nein. Gut, ich würde gerne wieder zurück. Das fände ich ganz toll. Sei denn, du kannst hier diese Tür aufmachen. Das wäre dann auch ganz nett. Ich kann nicht mehr. Entschuldigung. Oh Gott. Womit habe ich das nur verdient? Okay. Laufen wir ihm hinterher. Oh, er hängt da unten. Keine Angst, alles in Ordnung. Ich finde einen Weg hier. Das. Die Zukunft des Universums, meine Damen und Herren. Gottes Willen. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind irgendwo hier. Und wir wollen irgendwo nach. Da fände ich wieder gut. Wo der Aufzugsschacht ist, zurück zu Page und so, das wäre schon ganz tutti. Auf jeden Fall können wir hier speichern und das machen wir mal eben kurz. Spiel speichern. Bitte warten, sie werden platziert. Erneut speichern, komm schon, speichern. Inhalt wird gespeichert, schalten Sie die Konsole nicht aus. Gut, klettern wir mal da lang. Willkommen zurück im Aufzugraum. Aufzugsraumschacht-Dingens. Gut, wir haben gerade eine Kamera aus der Hölle, die mir nicht sagt, wo ich bin und wo ich hin soll und so weiter. Aber jetzt sehe ich wieder was. Ah. Oh Gott, es ist grün und hässlich. Nette Idee. Hat aber nicht so ganz funktioniert.
Oh, ich kann es fotografieren. Das war jetzt nicht primär mein Ziel. Ich wollte eigentlich auf es schießen. Aber ich habe mich verdrückt. Ach du Schande. Erstmal ein Foto machen. Gut, Leute. Und in dieser in dieser dummen Situation sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Ich bin Oliver 391 und verabschiede mich. Ciao!